Hi, willkommen. Wir jobben wieder mit Stuff to Tüsend und Section Designer. Und ich will wissen, wo dann wir lagen in mehr avancierte Geometrie. So ein Geometrie auf dem Balken, so man fast inspannt, wo man sieht. Und blir Porschent auf dem Last. So, da oben ja Substitution. Da will ich wiese Bjergens Zwerchschnitte. So, ja, ich vorstelle mir ein Bjerge zum Handschlags Set Zwerchschnitt da. So, dann mal sehen, dann mal kann sehen, Müs Peker da. Da. So, da habe ich ein Set Zwerchschnitt, so ein Bestand auf 1, 2, 3, 4. Dele, so wir von Mottes weiß zusammen, wo wer enkel delt hat Dimension 100 Gange T. Und wie sehr will definiere Geometrien in 16 Modeller, 16 Designer in Subtotüsen, da er der Bra, wie sehr schöne Koordinate auf tümte Punkte da. So, ja, wir beginnen mit einem Del auf Geometrien H in Mitten, da 100 Gange T. Da befinde ich das H und da will ich mit Hilfe auf Tüngdepunkt auf andere Geometrie will ich sette diese Geometrie da zusammen. So, davor habe ich geschrieben, nicht Koordinate auf Tüngdepunkte her. Ja, so, da habe ich 0, 0 H, da habe ich 0 in X-Rating, minus 100 in Y-Rating, da habe ich minus 45 in X-Rating und minus 155 in Ü-Retning, da habe ich plus 45 X-Retning und 55 X-Retning da. Ü-Retning so. So, da lucke ich Bilder hin. Ob ich mit Modell da. Einheit Newton-Bild mit der Grad Celsius. So, typisch, er will halt 2 Linear X-Retning pro Gulve, 2 Y-Retning und 2 Z-Retning. Abstand da wäre 1000, 1000, 1000 und 1000. Okay, ja, da will ich verschüffeln die Bilder, wie sie hier, und dann diese Linie sehr üt. Da zum Wali definiere wie Material, add new material, der typisch habe ich S355, ja, no, sie will define section properties, frame sections, und da will ich a new property, so steel, others, section designer, den hätte rote, so der Information von Mai, speziell Profile, und das kann wäre S355. Und wie man Lagerprofil schuld, das kann wäre Z-Profil von Morte, ja, und da beginne ich halt first Element zum Mieten da, so ihr wählt, da ihr definiert mit, wenn es zum Mausklick da will, ihr befinden Mai, und mit heurem Mausklick kann ich open, ja, das hier, da will ich S355. Center skal være 0,0, ja, og højde skal være 100, og bredde kan være 10. Så har vi første delen. Så der vil jeg se lidt mere af profilen der på den måde. Ja, og der ved jeg alle tyngdepunkter af alle andre dele, som danner Z-profilen der. Der kan jeg begynde her i midten. Der kan jeg igen skrive S355, dann wollen wir wieder Tüngdepunkt, daher sagt 45, das ist der 45, das ist der 55, das ist der T und das ist der 100. Sehr okay. Daher haben wir einen Teil zum Brücke, Dränger, Tilek, von definieren Profilen der H-Same.
S355. Nächster Tyngdepunkt 0. O minus 100. O heute 100, so O tückelse T. Ja, aber den Teil da, was ist der Teil? Mit eurem Mausklick in Mitten. S355. Sende minus 45, minus 155, und da habe ich T, und da habe ich 100. So, und da habe ich fort ein Z-Profil, so wie uns, ne? Ja, oder war enkel von dir, hat er bestimmt Tyngdepunkte für ihr habt, Teile in den 16 Designer. Ja. Ja, und da kann ich sie dann. Oder finden wir alle Properties oder Wandsklinge bestimmen die, wenn Programm allein die Üt Trägheitsmomente und so weiter, Torsionsmomente, Motstandsmomente und so weiter. Okay, da habe ich diese Information da. Dann kann ich büge den Pierke zum HZ-Zwerchschnitt. So, da sehe ich, ja will Lage Pierke da. Der Pierkens Querschnitt, ja, da will er wieder H für H til H mit eurem Mausklick stoppen ja da, ja, und da Set Select Mode, sie H will er definieren nur sein Joint Restraints Fast Inspend, so alle Rettinger er looket ob stängt der Translation, E1, 2, Drehretting, oh, alle Rotationen, das ist unser Fast Inspend. Ja, Oyen, Selection, so da will ich ein Last sein, Join Loads, Forces, ja, und dann mal definiere ein Last, schreibe ich Live Load, das ist der Last. Okay, so da will ich definiere Live Load Last. Ja, das wäre I minus Z-Retning minus 1000 Newton. So, wir haben ein Pierke zum Isometrisk und wir haben ein Fast Inspanning und wir haben Last zum Gornert und wir will sehen po Net Boiling auf Spissen da, auf Pierke da. Ja, den Gornert oder will wir rein üt. So, H wie alt, True wie H alt. Ja, da kann die Bühne alleine. Kurz wegen die vielen Namen skriviere ich. Jawohl, da habe ich da. Ja. So, und da habe ich, also deformed shape. Dead, was ja will, wenn ja will, bare Deformation pro Grünhof. Last, okay, so, mal sehen, pro Grünhof Last, da befinden wir die Windows und Stemmer, so, Deformed Shape pro Grünhof Last, da, ja, müssen wir go mit, Z-Rating um 0,1264 mm. Wenn wir so ihr Ü-Rating mit 0,1988 mm. Das bedeutet, wir haben ein Profil, zum Beispiel Ü-symmetrisch, und wir pushen Profile mit einer Last in ein Rating, bevor wir bewegen sie in zwei Ratings. Aufgrund auf Profils Eigenschaften. Wo substituierend reiner diese Verschübelse mit vor uns. So, der Betür, wir haben Set, wir kann Lage in 16 Designer, in substituierend Querschnittsgeometrie, wie wir
påkjenne dem med den last, så kan vi regne ut forskyvelse i spissen, hvis vi har en berg som fast innspent, og vi opplever at vi har en last i en retning, men får forskyvelse i to forskjellige retninger på grunn av tversnittsgeometri.